Ja, Hallöchen und herzlich willkommen. Hier ist euer TG vom Kanal durchgespielt und das ist mal wieder so ein kleines Kanal-Update, weil die letzten Tage wieder mal extrem viel passiert ist über mir. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, keine Ahnung, aber ich möchte mich erstmal hier ganz herzlich bei dem Chimpanse und dem Crispy LP für die ja, neuerliche Unterstützung bedanken. Denn, ja, habt ihr vielleicht gesehen, ihr neuen Abonnenten hier, ich habe diese 5-Sekunden-Witze rausgehauen, insgesamt 2 bis jetzt an der Zahl, aber diese Reaktion da drauf, das war ja unglaublich, also das, ach, das hätte ich mir in keinster Weise wirklich nicht mal ansatzweise vorgestellt, was da für Reaktionen vorkommen, das ist ja irre, also, ne, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, erstmal danke an alle hier, also an alle neuen Abonnenten und an alle Kommentare, die ich endlich mal unter meine Videos kriege. Das war ja wirklich so ein bisschen, naja, lahm in letzter Zeit, aber es liegt doch einfach daran, dass ich meinen Stil noch nicht gefunden hatte. Jetzt habe ich eine scheinbar, was mir auch viel mehr Spaß macht, also diese Let's Plays, die werden jetzt nur noch kommen, wenn ich da wirklich ein Spiel habe, was mir auch derbe interessiert, wie jetzt aktuell halt Retro City Rampage bzw. Deadlight. Da kann ich auch was zu sagen, da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen, da kann ich auch ein bisschen lustig sein. Dieses Remember Me, das ist halt so ein Spiel gewesen, das ist zwar nett anzuschauen, finde ich zumindest, aber ich konnte da nicht viel dazu erzählen. Also was soll ich denn da machen? Da rennst du halt rum, bist halt diese Nillen und klopfst ein bisschen und das war's dann aber auch schon im Endeffekt. Und jetzt auf über euphorisch, ey, ja, voll geil und auf die Fresse und bam, 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 bin ich noch nicht. Aber jetzt mit diesen 5-Sekunden-Witzen oder halt eben mit Retro City Rampage, da kann ich scheinbar so ein bisschen meine, ja, wie soll ich es jetzt sagen, meine Comedy, ach guck mal, Crispy LP, ach, das wusste ich auch nicht, ich habe hier so ein altes Gameplay im Hintergrund laufen gehabt, das ist schon ein bisschen älter, wie ihr seht, da heiße ich sogar noch Wait State, also W8ST8. Heutzutage findet man mich in Origin, sprich Battlefield, unter durchgespielt, aber auch schon wieder Crispy. Dass der Crispy in den vorkommt, das ist allerdings wirklich Zufall. Der Starmann des ersten 5-Sekunden-Witzes. In meinem Video. Irre. So, Faden verloren. Wo war ich stehen geblieben? Ach, Comedy-Schiene, genau. Das scheint mir irgendwie mehr zu liegen. Macht mir auch persönlich mehr Spaß, weil ich, also Wortwitze mag ich super gerne und ich versuche das jetzt natürlich auch dementsprechend jetzt öfter einzubringen. Und das werde ich dann auch ersehen, wenn ersehen. Ersehen? Ersehen. Erleben? Ach, ihr wisst, was ich meine. Also ihr seht das dann schon, wenn ich da in den Videos da mehr Comedy reinbringe und das ist dann einfach mehr mein Ding. Ich wiederhole mich. Ja, super. Ja, das. So viel erstmal dazu. Dann natürlich, wie geht's jetzt hier weiter? Ich werde jetzt bis. Ist jetzt kein Urlaub, aber bis Dienstag ungefähr werde ich so ein bisschen inaktiver sein, bei was YouTube angeht. Heißt, ich freue mich über eure Nachrichten, über eure Kommentare und was weiß ich was alles. Ich werde sie versuchen, aber auch schnellstmöglich zu beantworten. Kann aber sein, dass ich da bis Dienstag so ein bisschen, ja, verhindert bin, weil wir haben Schützenfest. Das heißt, ich werde ein bisschen trinken. Nur ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht der Komasäufer, das jetzt nicht, aber so ein bisschen Real Life muss ja auch zwischendurch sein. Ist natürlich schön, dass es jetzt gerade so passiert ist, wie es passiert ist, dass da so viele Reaktionen kommen. Doof jetzt, dass ich da jetzt ein bisschen, mich vielleicht ein bisschen rausnehme, aber ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Also Schützenfest ist ja halt nur einmal im Jahr. Da würde ich gerne, da mache ich gerne mit. Das macht mir auch Spaß und dementsprechend werde ich da ein bisschen inaktiver sein, was diese ganze Internetsache angeht. Dienstag und Mittwoch selber wieder, dann werde ich wieder hundertprozentig einsatzfähig sein, werde mir dann, allerspätestens dann zumindest, eure Kommentare angucken, eure Nachrichten angucken, bestmöglich beantworten. Und ich habe auch schon zwei Fragen sogar bekommen, was die 5-Sekunden-Witze angeht, die ich mir jetzt nicht vorbereitet habe, merke ich gerade. Zum einen aber war es zumindest einmal von dem Maximus. Der Maximus bat mich quasi darum, auch über ihn einen 5-Sekunden-Witz zu machen. Klar, mache ich absolut gerne. Ne, also wenn ich da einen passenden Wortwitz, und ich habe auch schon 2 Ideen, wenn ich da einen passenden Wortwitz für finde, dann auf jeden Fall. So, und dann noch eine Frage vom Abonnenten Dr. Saftladen. Cooler Name übrigens, Saftladen, super. Finde ich gut. So, er hat mir geschrieben, wie suchst du dir die Leute aus, über die du Witze machst? Kann man sich da bewerben oder suchst du dir Kanäle auf, wo du einen Witz zu machen kannst?
bewerben habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also wenn ihr wollt, dass ich über euren Kanal einen Witz mache, ja klar. Also schreibt's mir, ne? Weil es ist immer besser vorbereitet auf den Witz zu gehen, weil es kann natürlich auch sein, dass ich da einen Witz kreiere und dann sagt der eine dann, nee, das will ich aber nicht. Und dann sitze ich da vielleicht eine Stunde oder zwei und schneide mir dieses Video zusammen, zusätzlich zu dem, dass ich mir diesen Wortwitz überlegen muss und der sagt dann, nee, will ich aber nicht. Und klar, ist ein bisschen Risiko mit dabei. Jetzt bei den beiden, wo ich es gemacht habe, war es ein bisschen Glück, dass sie das erlaubt haben, beziehungsweise, dass ich die auch schon näher kenne, auch schon ein bisschen länger näher kenne. Da war das natürlich kein Problem. Bei Fremden bin ich zumindest jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Wird sich aber auch im Laufe der Zeit mit Sicherheit ergeben, dass ich da mehr mache. Auch bei Leuten, die ich jetzt noch nicht kenne, die mich aber natürlich gerne kennenlernen können. Kein Thema. Also wie gesagt, man findet mich bei Origin/Steam unter durchgespielt. Also wenn ihr mich da hinzufügen wollt, kein Thema. Ich habe da noch viel Platz an Freunden. Ja, so beliebt bin ich da. Nein, also ja, wenn ihr mich da hinzufügen wollt, kein Thema. Einfach durchgespielt eingeben. Gibt's auch nur einmal. Sehr universell, sehr unikatisch, sehr uni halt. Sehr einzigartig. Einzigartig heißt das Wort. Sehr einzigartig. Ich labere mich hier im Kopf und Kragen. Ach, guck mal. Wieder der Crispy und dann schön feige in den Rücken geschossen. Danke, Crispy. Danke, Chris, meine ich natürlich. Fügt mich hinzu. Ansonsten könnt ihr mich aber auch sehr oft, nicht täglich, aber sehr oft auf dem TeamSpeak-Server vom IOD-Clan finden. Ich selber bin jetzt kein IOD-Mitglied, aber ihr könnt unter iodzone.de, glaube ich. Moment, da muss ich auch wieder sein. Da muss ich auch wieder nachgucken. Ich bin ja perfekt vorbereitet. Genau. iodzone.de. Ich blende es auch mal hier kurz ins Video ein. Da könnt ihr mich auf jeden Fall auf dem TeamSpeak auch des Öfteren finden. Wenn ich nicht da sein sollte, da sind aber immer, also super nette Leute, mit denen kann man sich auch gut unterhalten. Lasst einen Gruß von mir oder beziehungsweise dem Affen dort und dann ist alles kein Problem. Da könnt ihr auch, wenn ihr mal Battlefield spielen wollt und habt keine Mitspieler, einfach auf den TeamSpeak-Server gehen. Ihr findet da immer einen, der Battlefield spielt, also wirklich. Und sind alle sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr nett, haben mich auch sehr nett aufgenommen, finde ich auch super. Was gibt's denn noch zu erzählen? Ja, abonnentenmäßig ist es jetzt die letzte Woche, also wirklich extrem in der letzten Woche hochgeschossen bei mir. Mag für den einen jetzt natürlich komplett, oh, ja, ne, also sind so viele sind sie nun auch nicht. Für mich ist das irre. Also wirklich, das ist eine Reaktion, die hätte ich bei aller Liebe nicht erwartet, als ich diesen Kanal hier eröffnet habe. Der ist ja noch relativ frisch. Also für meine Verhältnisse finde ich das irre. Dafür, dass ich da nur so ein Blödsinn bis jetzt angeboten habe, ist das verdammt viel. Verdammt viel an Reaktionen. Da kann ich mich auch wirklich nur nochmal beim Crispy LP beziehungsweise beim Chimpanzee bedanken für die Unterstützung. Das war super. Und ich hoffe, dass ich da eure Erwartungen dann erfüllen kann. Wie gesagt, es wird jetzt auf jeden Fall auf meinem Kanal mehr in die Wortwitz-Comedy-Schiene gehen. Jetzt nicht jeden Tag ein Knaller, das jetzt auch nicht. Also ich werde auch sehr viel Gameplay mit dabei bieten. Wie gesagt, Let's Plays, mindestens zwei Stück werden jetzt noch laufen. Einmal Retro City Rampage, einmal Deadlight. Ansonsten versuche ich da irgendwie mit meinem Battlefield, Anführungszeichen, ne, Laser von Austin Powers. Die müsst ihr euch jetzt vorstellen, diese Hochkomma. Laser. Also meine Battlefield jetzt Skills. Meine Battlefield Skills werde ich da irgendwie zutage bringen und da auch versuchen, irgendwas Lustiges rauszuschneiden, weil mit perfekten Gameplay kann ich da nicht punkten, aber nur mit lustiger Unterhaltung oder sowas. Ja, wie lange geht dieses Gameplay denn hier noch? Ja, es ist gleich vorbei, sehe ich gerade. Also, ganz kurz noch zwei, drei Worte zum Gameplay. Also, wie gesagt, ich werde noch unter Wait State geführt, W8ST8. Heiße ich nicht mehr, ich heiße jetzt bei Origin und Steam durchgespielt, gerade schon erwähnt. Dann spiele ich hier natürlich meinen derzeitigen Lieblingsmodus Gunmaster auf Ziba Tower oder Ziba Turm, je nachdem, was für eine Version ihr installiert habt. Von Battlefield, Deutsch oder Englisch. Ich spiele es halt in Deutsch. Auf Ziba Tower. War jetzt keine perfekte Runde, war aber eine sehr lustige Runde. Jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich auch Crispy gesehen habe, weiß ich auch wiederum, worum es da ging. Also war auf einmal da und habe mir so ein paar Mal in den Rücken geschossen und ich ein paar Mal in die Füße. War schon lustig.
Ja, ich danke euch allen nochmal für die Abos. Ich wünsche mir für euch und für mich natürlich, dass es alles so weitergeht, dass ich euch genauso weiter unterhalten kann wie bisher, dass ihr alle Spaß daran habt, dass ich Spaß an diesem Kanal habe. Und wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus bis Dienstag ungefähr, vielleicht Montag schon ein bisschen, aber eher Dienstag, dass ich Dienstag wieder voll aktiv hier bin, und wünsche euch bis dahin jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und viel Spaß weiterhin bei den anderen YouTube-Kanälen, die ich so kenne, Chimpanse, CrispyLP, Maximus etc. pp. Ich verlinke alle mal unten runter und ansonsten bleibt mir, wie gesagt, nichts anderes zu sagen. Schönes Wochenende, geht ein bisschen raus in die Sonne, das soll ein sehr geiles Wetter werden am Wochenende. Ich werde es auf jeden Fall machen und bin jetzt raus. Euer TG vom Kanal Durchgespielt. Bis dann, ciao!